Heute begrüßen wir endlich unseren Eurowings-Teamflieger hier am Hauptstandort in Köln. Ich bin happy und auch stolz, dass er endlich gelandet ist. Wir haben außergewöhnliche Zeiten und wir dachten natürlich, dass ein außergewöhnliches Dankeschön an die gesamte Eurowings-Mannschaft das richtige Signal ist. Der Flieger wird weithin zu bestaunen sein und wird mit Sicherheit ein Eyecatcher für viele sein. Ich freue mich ganz besonders. Wir sind die einzige Airline in Deutschland, die einen solchen Flieger für die Mannschaft gemacht hat. Und nochmal einfach ein Riesendankeschön an alle, die in diesen wirklich herausfordernden Zeiten mitgearbeitet und natürlich mitgefiebert und ausgeharrt haben. Wir werden mit Sicherheit wieder ordentlich abheben, jetzt im Sommer 21, und darauf freue ich mich sehr. Ja, ich bin froh, dass wir den Mitarbeitern endlich unser Weihnachtsgeschenk hier überreichen können. Ein tolles Signal für die Leistung und die schwierige Zeit, die wir dann da hoffentlich in diesem Sommer überstanden haben. Ein Symbol, was uns nicht viel Geld gekostet hat, aber was uns alle stolz machen soll und auch den Gästen und der Welt draußen zeigen soll, wie toll wir als Team diese Firma nach vorne gebracht haben. Ja, also als wir heute Morgen zum Dienst gekommen sind, war es schon was Besonderes, dass wir die Ersten sind, die mit dieser neuen Bemalung fliegen dürfen. Haben uns sehr gefreut und ja, auch jetzt hier zu sein, ist schon was Besonderes. Hat okay. Spaß gemacht. Die Besonderheit in diesem Fall war, dass wir uns natürlich mit keinem Partner abstimmen mussten. Wir mussten uns nur mit uns selber abstimmen, quasi, also mit der Geschäftsführung, mit einem kleinen Projektteam. Was ist deine Lieblingsstelle? Meine Lieblingsstelle am Flugzeug, die ist genau da hinten. Der Eurowings-Schriftzug mit dem kleinen Herz, das ist meine absolute Lieblingsstelle. Ja, das war für uns von der Technik natürlich auch ein besonderes Projekt, ne? Weil man kriegt ja nicht jeden Tag die Chance, am Weihnachtsgeschenk für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Eurowings mitzuwirken. Das hat das Ganze natürlich auch für uns im wahrsten Sinne des Wortes zur Herzensangelegenheit gemacht. Liebes Eurowings-Team, egal was die Herausforderung ist, als Team können wir es gemeinsam schaffen. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Teamarbeit im letzten Jahr, in dieser Krise das Beste aus der Situation zu machen. Und vielen Dank für eure Teamarbeit in diesem Jahr, um unsere Eurowings gemeinsam wieder aufzubauen.